Herzlich willkommen. Wir sind hier in Peru. Ich will immer Chile sagen. Immer wenn du da bist, will ich Chile sagen. Nein, Peru, Huacachina und machen jetzt eine Wüstentour. Ich habe meine Wüstentücher dabei für die Instagram-Bilder. Folgt uns auf Instagram. Jetzt sind wir in so einem Buggy. Ach, so einer. Wir sind hier in einer Oase, die umgeben von den größten Dünen in ganz Peru ist. Oh, true. Einfach schon komplett eingesandet. Ja. Der Wind ist sehr sandig unterwegs, aber es ist so wunderschön hier. Guckt euch mal diese Aussicht an. Damit meine ich natürlich Kelly. Oh, gracias. Eine Sandburg bauen möchte, ich hätte da noch was über. Kannst du meinen Schuh auch ausleeren? Ja. Cool. Das ist irgendwie ganz schön sexy, so einen Schuh von jemand auszuziehen. Ja, wenn man 1 Million Abonnenten hat, dann zieht man seine Schuhe nicht mehr selbst aus. Das ist mein Life-Goal. Eine Massage noch? Ja, bitte. Und dann jetzt auch noch, oder was? Den kriegt man erst ab 2 Millionen, den zweiten. Tja, abonniert alle Kelly. Ist immer toll, andere Leute beim Foto machen zu beobachten. Ist er zufrieden? Nee? Ja, natürlich. Nicht mehr, Rella, wir fahren ohne dich. Gerade noch so geschafft. Fast hätte ich Kelly verlassen und wäre mit 6 israelischen Boys durchgebrannt, aber ich habe mich dann doch noch. Ich habe mich für dich entschieden, Kelly. Oh, thank you. Sisters before Misters. Geil. Es hat durch so Dünen fahren und so. Es war wie so eine Achterbahnfahrt die ganze Zeit. Wir haben das übrigens von Explore Peru, wurden wir eingeladen, das zu machen. Ich verlinke euch unten die Website, wenn ihr mal in Peru seid. Danke, Leute. Danke, gell. Also hier gefällt es mir viel besser als Lima, habe ich gerade schon gesagt. Sehr schön hier. Weil ich bin nicht so der Großstadtfan. Ich merke es immer wieder, schöne Natur beeindruckt mich viel mehr als alles andere. Wir sagen tschüss, Huacachina, und fahren jetzt 18 Stunden mit dem Nachtbus nach Cusco. 18 Stunden. Ich hoffe, wir haben extra den teuren Bus für 30 Euro genommen und ich hoffe, er ist gut. Ich sehe aus wie eine Leiche, wie eine Wasserleiche. Da werden wir mal sehen, wie du nach den 18 Stunden aussiehst. So sieht übrigens ein Busterminal aus. Ja, er spielt die Panflöte.
ist der Club Remix. Das sieht nach einem Bus aus, in dem man das 18 Stunden aushalten kann, aber nicht zu früh, Freunde. Ja, geil. Würde ich sagen, haben wir gut Platz. Es ist herrlich. Ich bin ja mit Nilam schon mal in so einem Bus gefahren und man hat hier echt ultra viel Platz. Also man kann sich wirklich hinlegen. 18 Stunden kann man so aushalten. Gerade so. Aber es ist schon lang. Ist schon lang. Muss man schon jetzt mal. Es ist schon lang. Ciao. Bis dann. Gute Nacht. Sitzt. In der Atacama-Wüste. Wir haben jetzt die lange, lange Busfahrt hinter uns gebracht und sind jetzt in Cusco. Cusco ist übrigens nicht der ursprüngliche Name, sondern früher waren ja Inka hier, also das traditionelle peruanische Volk sind Inka. Die haben die Sprache Quechua gesprochen und da hieß es Cusco. 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 Dann kamen die spanischen Eroberer und haben gesagt so, nee, das ist uns viel zu kompliziert. Lass uns das doch Cusco nennen. Deswegen heißt es jetzt Cusco. Hier leben ungefähr 350.000 Menschen. Und wir sind hier auf 3.400 Metern Höhe. Was man wirklich krass merkt. Also selbst Laufen und Vloggen ist ultra anstrengend. Ja. Wir sind jetzt hier am Plaza de las Armas und ich bin echt kein Stadtfan eigentlich. Es ist selten, dass mich eine Stadt so umhaut, aber Cusco hat es geschafft. Es ist einfach absolut wunderschön hier. Cusco ist halt ultra touristisch, weil das hier eigentlich ein guter Ausgangspunkt ist, um den Machu Picchu zu besuchen, was wir morgen machen. Deswegen und voll viel mehr noch. Voll viel mehr, ne? Ja, mega viele was Sachen kann man hier noch machen. Erzählen. Man kann noch auf diesen Rainbow Mountain gehen. Stimmt. Dann kann man irgendwie zu irgendeinem Wasser gehen und Rafting machen in irgendeinem Fluss. Eine Quad-Tour kann man machen, die wir heute noch machen. Wir haben leider nicht so viel Zeit, weil Kelly halt nur 3 Wochen insgesamt hier ist und hint hint, ich auch bald nach Hause fliege, aber ich werde noch mal in einem extra Video was dazu sagen. Das Coole daran, dass ich aber bald heimfliege, ist, dass ich jetzt langsam Souvenirs shoppen kann. Yay. Und deswegen werden wir jetzt auf einen Markt gehen und gucken, was wir dort finden. Ich bin komplett überfordert, ich weiß nicht, was ich will. Das ist immer dieses Shopping-Problem, wenn man eigentlich nichts kaufen will, dann kauft man immer ganz viel Scheiß. Ja, ich will was kaufen, ich will diesen weißen Pulli haben. Ja, und das heißt, du wirst ja nichts finden. Ah ja, scheiße, stimmt. Doch, werde ich. Ja, doch. Verfluch nicht den Tag. Nein, vor dem Abend. Genau. Kelly, willst du ein Brot? Ich liebe Brot. Auf jeden Fall genug Brot für mich, würde ich sagen. Ey, wie geil das ist. Es riecht ja auch voll gut. Ich freue mich so krass auf ein deutsches Bauernbrot. Boah, gerade. Geil, ja. So ein Krustenbrot. Hier gibt es nämlich nur süßes Brot in Südamerika. Das schmeckt mir nicht. Von Lebensmitteln über Bekleidung bis hin zu Panflöten und hier werden auch Sachen gekocht, aber ich werde nicht probieren, weil wir haben heute eine 10-stündige Busfahrt dann noch vor uns. Ich habe schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht. In Kolumbien, als ich auf dem Markt war, hatte ich ja danach einen 6-Stunden-Flug und den habe ich
auf dem Klo und im Halbkoma verbracht. Also ich passe ein bisschen auf. Normalerweise bin ich da auch total experimentierfreudig, weil die Sachen sind meistens echt richtig, richtig lecker. Aber deutscher Magen ist manchmal ein bisschen empfindlicher zum einen. Ich habe eh so ein leichtes Grummeln die ganze Zeit hier auf 3400 Metern Höhe. Schlägt es auch auf die Verdauung und wir müssen nicht übertreiben. Aber ansonsten empfehle ich euch immer Sachen auch an Ständen und so zu probieren. Bei einer sehr netten Verkäuferin ergattert. Jeder Pulli hat so 40 Solis gekostet. Das sind umgerechnet 12 Euro, sage ich jetzt mal so. Also ein gutes Schnäppchen auf jeden Fall. Und jetzt haben wir beide eine Erinnerung an Peru. Hier gibt es auch vegetarische Sachen. Tatsächlich ist Peru sehr vegetarierfreundlich, habe ich das Gefühl. Hier habe ich mir gerade einen vegetarischen Empanada. Wir waren auch voll oft schon vegan essen. Hier gibt es voll viele vegane Restaurants. Das stimmt. Ich glaube sogar, das ist auch vegan, weil da ist kein Käse drin, soweit ich das sehen kann. Lecker! Die Quad-Tour und unsere Tour zum Machu Picchu seht ihr dann im nächsten Video. Hier kommt ihr einmal zu einem New York-Video. Vergesst nicht, bei Kelly vorbeizuschauen. Die hat auch ein Video aus Peru hochgeladen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Den Daumen nach oben, dem Video Daumen. Dem Video einen Daumen nach oben zu geben und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Schaut auf Instagram vorbei. Tschüss. Sagst du auch noch was? Ja, tschüss. Ja, tschüss.